Ja, ich brauche jetzt halt tatsächlich Was kann meine Erbe dann Kulturfortschritt, eigentlich? um hier mehr machen zu Eigentlich können. geguckt. Gar nichts. Perfekt. Oh, ich habe gerade geguckt und dann stirbst du. Doof gelaufen. Umso? Ist das der Königsbetitelung? Umso Mai. Ja, sieht danach aus. Gut, dann werde ich mich gleich umbenennen. Wieso habe ich eine Koptin bei? Wieso ist der eine Grafschaft bei mir koptisch? Das weiß ich nicht. Also ich habe da nichts gemacht. Kannst du auch nicht. Boah, da sagst du was, ich sollte mal wieder hier was machen. Hab ich ganz vergessen mit Kultur fördern und so. Ups. Da rein. Mensch, hier haben sich ja jetzt richtig Blöcke im Süden rausgebildet, wa? Das könnte man so sagen, ja. Also. Das hat mir halt die Hälfte der Truppen gekostet. Boah, ich kann richtig Das Prestige tat farmen. weh. Ein Spielererbe kriegt Tagrüher. Eine Grafschaft zu viel, ist aber okay. Mein Haupterbe hält 2 von 2. Dessen Haupterbe hält 1 von 2, hat die daneben. Ups. Warum kriegt er nicht Ghana? Das war Ja, ich total habe mir auch was bescheuert. Perfektes zusammengebaut hier, ne? Geduldig, ehrgeizig, gefühllos. Wobei, nee, das war KI, die sich so zusammengebaut hat. Also, tut mir leid, ich war gerade wegen Salty, wegen der Vasilisierung. Lol. I. Mein jetziges Ich hat meine Mutter bzw. meine frühere Spielererbin ermordet. Aha, okay, krass. Da wollte jemand unbedingt an die Macht. Und ich bin keine Hexe mehr. Geil. Ola. So, wie heiße ich jetzt nochmal? Umso. Mit die Beziehungen verbessern. Boah, ist gerade wieder super langsam das Spiel, ne? Wahrscheinlich, weil irgendjemand geleckt hat und dann halt und sich entschieden, okay, gut, wir machen langsamer. Aber toi, 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 es ist schon länger niemand mehr rausgeflogen, ne? Ah, immer doof, ey. Sieht man mal was Gutes auf dem Markt, dann gehört das wieder zu irgendeinem Spieler dazu hier. Jo. Bedauerlich. So. Ja, und das Spielerbe ist krank. Was denn? So. Solange man noch nicht im Hochmittelalter ist, kann man eigentlich die Zwangsteilungsfeudal. Den Zwangsteilungsmodalvertrag eigentlich machen, weil es ändert sowieso nichts. Ja, da schon, ja, das ist richtig, aber.
Wobei, nee, stimmt gar nicht. Es gibt eine Änderung. Wenn du umstellst auf Nachfolge, Bundteilung, von Bundteilung auf Erbteilung, dann bilden sich zumindest nicht neue Titel von allein. Ja, dann werden nur noch die bestehenden aufgeteilt. Aber das ist richtig wichtig, weil zum Beispiel, wenn dein Reich zu groß wird und dein Reich würde sich halt aufteilen in 5 Königreiche oder sowas, das würde dann da nicht passieren bei der Erbteilung. Aber wir sind noch nicht im Frühmittelalter, die Nubier. Ja, stimmt. Aber brauchst du gar nicht. Ja, doch. Hm. Ich muss die Kultur wechseln. Ist auch stark. Seid so ruhig geworden, ne? Er ist eingeschlafen hier, aber noch 50 Minuten. Was ist da los? Ja. Mammutaufgaben, nur noch Mammutaufgaben übrig hier. Ja. Okay, interessant. Hier, Zikarien, du hast zweimal die gleiche Flagge als Verbündeten. Ja, habe ich auch gesehen. Das sind aber zwei unterschiedliche Dinger innerhalb von Benin, ne? Einmal ein Herzogtum und einmal eine Grafschaft. Soll vorkommen. Ich habe einen Riesensohn. Also wortwörtlich einen Riesensohn. Mein neuer Erbe. Endlich, ne? Hätte ich auch gern. Wie sind eigentlich diese Kreuzzüge und so, das dauert alles noch ewig, ne? Nicht unbedingt. Das kann auch schon in 30, 40 Jahren geschehen. Theoretisch hätte es schon passieren können. Ja. Aber wir kriegen das. Ja doch, wir kriegen das mit, wenn sie es können. Wenn die Umayyaden sich in Süden Katalonien erobern, dann kommt es häufig zu frühen Kreuzzügen. Oder wenn die, passieren, ne? Als Zark und so, ne? Die sind gar nicht so weit weg davon, ne? Was? Als Zark und so, die sind gar nicht so weit weg davon, ne? Irgendwie? Könnte Zark sogar passieren noch, oder? Als Zark, das ist ja immer ja ein Dynastie. Ja, schade, dass wir da echt keine diplomatischen Kontakte hinpflegen können, so weit in den Norden, ne? Mhm. Also, ist also ich... Südafrika, ne? Ja, also ich krieg tatsächlich bis Korsika und Südiberien. Ja, das ist nett, ja. Ich komme sehr weit Richtung Norden. Ich kann ganz Byzanz. Ja, es liegt halt daran, dass Byzanz Nachbar ist. Ich jetzt nach Ghana? Kriege ich einen diplomatischen Kontakt zu den Muslimen beim Mittelmeer. Also im östlichen Mittelmeer. Auch ziemlich gut. Ich komme nicht mal bis an die Küste im Norden Afrikas, wo ich mir vielleicht nochmal. Ich wollte ja jetzt eigentlich meine muslimische Konvertierung angehen, aber ich bin echt langsam beschränkt, auch diplomatisch, weil ich jetzt auch eingekesselt bin, ne? Durch die Großstammesbund und durch den Benin und so. Sind fast die einzigen diplomatischen Kontakte, die jetzt noch möglich sind. Nicht mal Darfur ist drin, ne? Selbst Darfur ist schon draußen. Ja, zu dir komme ich auch nicht, aber ich komme nach Ghana. Also Merkel mittlerweile. Hochkönigreich. Muss ja minimal sein dann. Ja, guck, das ist diese eine Grafschaft, die da oben näher ist, ne? Hallo. Wenn du eine Grafschaft weiter rechts gehst, müssten wir auch miteinander anwandeln können. Ja. Hallo. Hallo. Hallo.
Ist jemand weg? Oder ist jemand neu dazugekommen? Eigentlich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, jemand wurde gezogen vielleicht oder so. Sieht danach aus, ja. Ja, ich muss ja durchaus zugeben, dass ich da auch eine starke Bedrohung sehe, gerade in Zikarien. Und Benin hat, glaube ich, noch mehr als genug Ziele. Das Gamebogen, okay. Ich habe 51 verabredet hier. Leichtes Fußvolk ist ein Plankloader, ja. Okay, ja. Perfekt. Das wollte ich machen. Ich wollte Titel gründen. Ich bin 51. Das ist meine Eltern. Lairo ist erneut gestorben. Und ich habe 2 Töchter. Der Typ ist schon wieder weg, dein verblödeter Bruder oder was das da war. Ja. Ist gestorben, ne? Suleiman oder war das? Naja. Ja, du, gibt's denn? So, meine lieben Leute, in Zukunft solltet ihr Urlaub im Norden machen wollen, dann sind euch die Kanaren jederzeit offen dafür. Kanaren erobert. Ich bin gerade dabei. Fand das irgendwie witzig. Also ich werde erstmal Richtung Westen meine Lande erweitern. Verdammt. Okay, oh nee, die 55 hätte ich mir vorstellen. Wie es dann halt immer so ist, ne? Kaum ist man mal unterwegs im Krieg, dann fangen sie wieder an zu plündern, ne? Das ist übel. Das ist wirklich übel, ja. Ich glaube, wenn wir nur noch wir sind, dann ist es schon einfacher. Vielleicht. Oh, es gibt... neuer hoher König Dawit von Alva. Er ist nicht da. Ah, wo ist er denn hin? Königreich von Nubien. Ah, ja. Mein Vater ist tot. Ah, ja. Da ist ja was passiert. Ich will nichts sagen, aber unser Thronerbe hat immer noch keine Kinder. Ich werde ihn jetzt echt enterben. Da gibt jemand eine gescheite Frau. Dann halt so ist, ne? Oh lol, ich hab einen Bruder, der auswärts ist. Nein, er kriegt mich. Scheiße. Wie unfair, ja? So, wir fangen mit der Erweiterung der Lande an. Ja, wird wirklich mein Haupterben enterbt? Oder ist weiterhin dein Haupterbe von Zikarien? Das sollte man langsam schwanger werden, ne? Hier. Das Game ist schon wieder so lang. Deswegen habe ich ihn enterbt, weil er nicht kein Kind hat. So. Da ist der König von Alva wieder da. Ja, es gab einen Split im... Ja, ich weiß. Alles gut. Ja. Alles gut. Ich glaube, er hat es auf jeden Fall mitgekriegt, glaube ich. Ich habe es mitbekommen, definitiv. Die haben die gleiche Krone. Also ja, die gleiche Krone, glaube ich. Wer hat die gleiche Krone? Nubien und, also König Nubien und König La von Alva haben die gleiche Krone. Ja klar. Also, mich würde es nicht wundern, wenn Zwillinge das gleiche haben. Stimmt, wir sind oder? Zwillinge sogar. Ah, ja, stimmt. War witzig, wenn sie genau gleich aussehen würden. Deine Tochter nicht wiederhaben.
So habe ich sie dann geklaut. Es. Find das schon. Ja, ja. So, also, was soll ich denn also, jetzt? Wenn man Leuten ans Bein pisst, ne, dann pass auf, ne? Also. Ja, was soll ich denn jetzt mit ihr? Jetzt ist sie hier. Ich gebe wenigstens Gefallen oder so. Muss ja schon mal drin sein. Nochmal unangemessen, du willst sie wirklich sterben lassen? Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich lassen. Nicht gesagt. Was ist das jetzt hier? Wir beide sollten Freunde sein, nicht Feinde. Bitte nehmt diese Gabe im Austausch für Unterschriften. 10 Jahre lang Waffen. Wer ist das? Gru. Na gut. Ich muss mal kurz mal sagen, wie heftig sich die Kanaren verteidigen. What the heck, wie kommen die mit den paar Inseln auf 4300 Mann, bitte? Geil, ne, eigentlich. Ich hab mich auch gefragt, wen du da kämpfst, wenn das echt nur diese kleine Insel ist. Ich bin Feudal, ich glaube, die sind Feudal, oder? Kann das sein? Die haben Söldner. 700. Nee, ist ein Stamm, sonst hätte ich ihn mir nicht angegriffen. Und ordentlich Kriegszeug, aber richtig ordentlich. Aber heftig viel, oder? Ist da ein bisschen? What the heck? Ja, die sind auch fast komplett ausgebaut, ne? Die beiden Grafschaften. Ja, da hast du ja richtig schönes Urlaubsdomizil, holst du da, ja. Ja, vor allen Dingen, er muss halt anlanden und hat den Malus, ne? Inseln angreifen ist immer. Aber ich will die haben, also ich rein rollenspielertechnisch finde ich es auch ziemlich schlau, die zu besitzen. Das wäre auch so ein RP, so ja, ich bin hier, mich interessiert sonst nichts. Ich bin der. Der hat's mit der Kanaren und was im Rest der Welt passiert, geht mir am Arsch vorbei. Ich will mal ein Spiel machen. Was ist denn die Scheiße da hinten? Nur, Fun Fact, wo zur Hölle ist er jetzt hingesegelt, ey, mit seinen 4000 Mann? Ist einfach weg. Verrückt. Von da links kann er ja nicht, muss er ja nach unten oder nach oben sein. Aber was soll ich glaube, er ist nach Norden gesegelt, ich hab kurz nicht hingeguckt. Das ist eigentlich der nicht zu sehen können, also von daher kann er nur in eine Richtung. Aber wie hast du das jetzt noch geschafft, da irgendwie so viele Männer im Hinterland zu organisieren? Ich habe 12.000 Mann. Hast du nur einen Teil ausgehoben für die Kanaren, oder was? Natürlich. Ja. Ich schiffe doch nicht mit 12.000 Mann auf scheiß Inseln. Ja. So. Fordert. So. Stimmt, also ich meine, die Übersetzung auf die Inseln hat mich auch einfach 130 Gold gekostet, ne? Schon wieder gestorben? Ja, passiert. Ich hab eben erst gestorben. Gefühlt. Ja, innerhalb von 3 Jahren ist er 2-mal gestorben. Läuft. Mir fällt gerade auf, ich habe ein Stück Land bei dir geerbt. Was? Ja, Usa, da irgendwie direkt an deiner Grenze habe ich irgendwie was geerbt. Usa?
Buse? Direkt hinterm Fluss irgendwie, über Oyo, gehört mir jetzt irgendwie so ein Stück. Oh. Ja, nein, das ist gar nicht von mir. Das hat der andere Typ. Das hat dem Typen gehört, dem ich eigentlich gerade angreife. Das wollte ich eigentlich gerade erobern, dieses Land. Musst du das nicht sowieso hergeben, weil du eigentlich gar nicht dorthin kommst? Also ich will das natürlich nicht haben, aber ich weiß nicht, wie ich es freigeben kann, weil das ist 2 unter mir sozusagen. Das ist nicht mein direkter Vasall, sondern noch unter dem. Ich weiß nicht, wie ich es freigeben kann. Muss ich das ganze Eveland jetzt hergeben? Oder? Das ist am besten, du fragst einen Admin, das weiß ich selber nicht. Ich frag mal einen Admin, ja. Gib mal einen Gebetsraum. Viel Spaß. Oh Mann, weil die Provinz wollte ich gerade erobern. Oh Mann. Ich frag nach. Bitter. Großer Herrscher von Benin. Nein, ich verheirate, das ist sicher nicht meine Tochter oder wer es auch immer war. Nein, großer Herrscher von Benin. Das Großstammestum Mergel würde den rechtmäßigen Anspruch auf die heilige Stätte aufgeben, für immer. Wenn du dich in einen Krieg raushalten würdest, das dein verbündetes Reich Sikarien betrifft. Du willst sie wahrscheinlich vasalisieren, oder? Nee. Ja, dann gehen wir diesen Vertrag mündlich ein. Okay. Oh, mündlich, ja, sowas, ne? Ja, Schwierig. Guck mal, wo das hingeht. Also wir können es auch schriftlich absetzen, das ist auch kein Problem. Ich dachte nur, wir können es mündlich machen, weil wir viele Zeugen haben. Ja, nee, wie du magst. Also ist ja auch okay, wenn du ihm helfen würdest. Das ist ja deine Sache. Was gibt's denn, dass ich Zeugen... Was? Wie's? Was du bezeugen kannst, meinst du? Nein, was du mir gibst, dass ich irgendwas bezeuge für dich. Okay, wir machen es schriftlich. Toll. Meine Dame hat sich übrigens gerade nochmal umbenannt. Ja, nice. Kann ich mein scheiß Server-Profil nochmal ändern? Die wieder weg, ey. Kreuzer. Okay, passt nicht. Passt nicht alles rein. Doch den Titel weg. In 4 Monaten. Ja, man muss ja wissen, dass ich Königin bin. Sohn. Ach, das ist der. Nein, meine Hauskatze ist tot. Oh nein. Ein Grab für die Hauskatze. Ja. Oder ausstopfen auf dem Hof. Nein. Du hast die Möglichkeit dazu. Jetzt wird nichts ausgestopft. Halte ich für falsch. Wo zur Hölle sind denn mit ihren 4000 Mann hingesegelt? Ich raff's nicht. Wo sind die hin? Ignorier sie doch. Belagern das Scheißzeug und dann warte. Ja, mach ich ja. Aber es ist so, dann what auf die fuck? Andere Insel, da ist noch eine. Okay, die belagerst du auch schon. Ich hab nichts gesagt. Ich hab dann sogar Madeira. Wahnsinn. Ah, warte, fuck, Madeira muss ich auch noch belagern. Das ist der Punkt. Madeira? Ja, Madeira muss ich auch belagern. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dort sind. Ja, die sind gerade angelandet wieder auf Teneriffa, tatsächlich. Die Schweine. Schon bitter. Ja, Benin, du bist hier, ne? Ich bin hier, ja. Ah, du musst mir noch bestätigen. Hab ich gar nicht drauf geachtet.
Ach, guck mal, ich habe hier sogar mehrere Sachen bekommen. Jo. Oh, leck mich doch am Arsch. Grad nicht. Das sind 7 Verbündete bei Karnim, ne? Alter, ist das ein teurer Krieg um diese scheiß Inseln hier hinten. Holy motherfoli. Niemand hat gesagt, dass es einfach wird. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber okay, ich habe jetzt schon, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Männer in diesem Krieg verloren und 200 Gold oder so für die Überschiffungskosten. Das war krass. Genau. So. Grafschaft von Sei ist mein. Kann ich mich langsam mal daran machen, einen Anspruch auf das Herzogtum von Makurien zu formulieren. Ich kontrolliere quasi mehr davon als mein Lehnsherr. Weil das Ding ist einfach mal riesig. Ja, das liegt halt daran, dass es 2 Herzogtümer sind, die beide ziemlich groß sind. Ja. Und halt noch ein paar Grafschaften von nebendran dabei. Nee, es sind insgesamt 3 Herzogtümer. Und noch eine Grafschaft. Ist er. Also. Ah, schlechter. Ach, der hat sich reingeputscht, okay. Er will dich loswerden. Ah, so ist das. Oh, damn, ich habe mich verklickt. So, Anspannung, auf geht's. Spannend. Vasall wurde festgenommen? Ah, lol, die bekriegen sich gegenseitig. Ich brauche definitiv einen Sehneschall. Sehneschall ist mit der wichtigste. Ja. Nein, Entschuldigung, er ist der wichtigste. Ja, weil ein Guter kann bis zu 5 Kontrolle in der Gemeinde bringen. Das ist. Hui. Echt einiges. Es ist Hui und nicht Pfui. Wer fehlt von uns eigentlich? Zikarien ist gerade nicht da. Ah, ja, genau. Ich spiele noch 20 Minuten. Warum bin ich eigentlich orthodox? Gute Frage. Wahrscheinlich hat das Ganze mit der Heiratspolitik mit dem Byzantinischen Kaiserreich zu tun. Das mag sein. Ja, wird sich auch wieder ändern. Yay. Hier wird schön koptisch geblieben. Ich hätte gerne Tochter.